Jo, willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde. Wie immer habe ich keinen Plan, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren anscheinend an einem Hedir. Und hier in dieser wunderschönen Landschaft. Was echt ziemlich schnieke aussieht, muss ich mal sagen. Von der Turm mit den Schädeln und so allem. Okay, falsch. Oh, ich war gerade voll auf South Park. Warte mal, ich muss jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Irgendwie gefühlt eine Woche lang weder aufgenommen, noch gestreamt, noch sonst irgendwas gemacht. Also ich war echt faul die letzte Woche. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo, wie, wann wir stehen geblieben sind. Okay, wir befinden uns da. Unsere Mission ist hier, brutale Natur. Seltsame Musik zieht die Wälder nur uns. Es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen. Okay. Die Augen des Hexenkönigs. Die Nazgûl nutzen die Macht des Palantir, um dir durch Mordor zu folgen. Triff dich mit Eltariel, um dich ihrer Bedrohung zu stellen. Ich würde aber lieber ganz gerne noch ein paar Orks übernehmen, sodass wir zumindest mal auf 4 Orks oder so kommen. Das heißt, Hügelgräber, Kankras Erinnerungen, Itildin. Wisst ihr was? Was ist das hier? Locke den Häuptling hervor. Okay. Oder gehen wir erstmal die Hedire reinigen? Ja, komm. Wir reinigen mal kurz die Hedire, damit wir hier die Gebietskarte mal freigeschaltet haben, weitestgehend. Und gucken wir mal, können wir hier rechts rum? Ja, sieht doch gut aus. Hallo. Wow. Und wir rennen natürlich voll in eine Patrouille rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Hilfe, ich wollte hier doch gar nicht. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier nur ganz heimlich durchrennen, um da hinten zu diesem Hedir zu kommen. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, warte mal. Zack, hier waren 2 auf der Karte angezeigt, oder? Okay, wir schnitzeln uns hier erstmal wieder durch. Was auch sein mag, ich finde. Ja, du findest hier gar nichts, Freundchen. Ah, geil, da ist ein Artefakt. Na, das können wir doch gleich mal mitnehmen, wenn wir schon hier sind, ne? Nice. Numenor war eine Insel im Scheidemeer im Westen. Das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe, vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten. Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Oh, gut zu wissen. Ja, komm. Also ich will jetzt nicht unbedingt. Ein luminorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Jetzt nicht unbedingt alle Artefakte einsammeln, aber wenn wir schon an einem vorbeilaufen, dann nehmen wir das natürlich mit, ne? Das versteht sich wohl von alleine. Sag mal, jetzt wo wir endlich Orks übernehmen können, brauchen wir auch nicht mehr straight die Hauptmission durchspielen, sondern können uns echt erstmal eine Armee aufbauen. So, der nächste Hedir gehört uns. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder die Dinger hier aufsammeln, warte mal. Okay. Wir sind schon Profi. Muss nur den richtigen Knopf finden. Ja.
Ja, Profi, 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 Profi. Links, 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 links. Okay. Haben wir hier noch irgendwo was? Ah, diese Landschaft sieht schon geil aus, oder? Mit diesen Bergen und sowas. Und im Hintergrund ist es echt so eine, weiß ich nicht, Neuseeland, Insel, geil und so. Egal. So, wir brauchen noch einmal Itildin und ein Artefakt, aber wo zum Henker? Hallo? Ach, hallo. Ah, da hinten. Ja. So, da drüben ist auf jeden Fall die Burg, die wir im Endeffekt einnehmen müssen, glaube ich. Als Hauptmission. Sehr nice. Okay, zeig mal her. Wir sind doch hier gerade schon an diesem roten Dingsbums, oder? Da können wir doch eigentlich den Außenposten, zerstöre das Stammesmonument, locke den Kommandanten des Außenposten hervor, indem du Wellen von Feinden tötest. Das könnten wir doch fast mal machen, oder? Und hier sind unbekannte Hauptmänner. Na komm, Alter, wenn wir schon hier sind... Da ist ein Hauptmann. Morzu. Kriegstreiber Stammkommandant. Ih, ist der hässlich. Nee, den will ich nicht in meiner Armee haben. Erzürnt durch Feiglinge. Okay. Und hier müsste eigentlich noch ein zweiter rumlaufen irgendwo. Wahrscheinlich weiter hinten irgendwo. Ja, wir können Wellen von Feinden besiegen. Okay. Dann versuchen wir doch mal den Außenposten hier zu zerstören, oder? Ist doch höchstwahrscheinlich eine ziemlich... ziemlich sinnvolle Praktik. Jetzt ist die Frage, wollen wir gleich die Mission starten oder können wir uns hier erstmal ein paar Armee, ein paar Soldaten... Ich werde mal versuchen, uns hier erstmal heimlich eine kleine Armee aufzubauen. Dass wir den Außenposten hier wirklich mega entspannt... Ja, genau, ganz heimlich werden wir hier mal den Außenposten übernehmen. Läuft da ein Grauk rum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war jetzt eigentlich alles anders geplant. Aber ich glaube, der Grauk hilft uns hier gerade ein bisschen. Geben wir uns mal in die Nähe von dem. Oha. Ja, okay, der hilft uns gerade minimal. Während der da drüben die Leute beschäftigt, können wir gucken, dass wir hier nochmal ein, zwei Bogenschützen uns ergattern können. Hier ist noch einiges an guter Beute zu finden. Irgendwann sollte ich mich... Ich glaube, das... Sehr gut. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ach komm schon, Junge. Oh, was ist denn hier los? Das hier wollten wir machen. Genau, wir wollen uns nämlich mal hier so ein bisschen die Bogenschützen schnappen. Weil die doch im Kampf immer ziemlich praktisch sind. Okay, und hier drüben steht irgendwo das Monument, was wir zerstören müssen. Oh geil, da ist noch ein Wurm. Ein Wurmbogenschütze, den nehmen wir doch auch gleich mit. Geil. Nice, dann können wir sogar gleich... Warum ist denn das hier so rangezoomt? Können wir hier ein bisschen... Ja, ja, schon viel besser. Okay. Ja, gegen den hier müssen wir gleich kämpfen.
Welche können wir denn auch? Warte mal, wir wollten die hier aufdecken, die mit dem verbunden sind. Also decken wir den hier mal auf. Ih, noch so ein hässlicher. So, haben wir hier noch ein paar Bogenschützen, die wir übernehmen können? Nee, ne? Schade, schade, schade. Ich würde trotzdem ganz gerne noch die Armee ein bisschen vergrößern, bevor wir hier reinrennen. Wobei, eigentlich ist das auch egal. Guck mal. Ah ne, den hatten wir schon. Hier muss irgendwo noch ein zweiter Häuptling rumrennen. Da ist er. Marador-Meuchler. Okay. Marodeur-Stammmeuchler. Wollen wir den noch übernehmen? Wir müssen auf jeden Fall unsere Armee ein bisschen weiter aufbauen. So, wogegen kämpfen die denn? Jetzt hört doch mal auf, hier zu kämpfen, Leute. So. Unterbrechen wir die erstmal ein bisschen. Dann gehen wir da rüber und starten erstmal die Mission. Das läuft hier gerade alles nicht so wie geplant. Aber egal. Kriegen wir trotzdem hin. Na komm. Außenposten Satnaiji sind. Locke den Kommandanten des Außenposten hervor, indem du Wellen von Feinden tötest. Ja, gerne. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf. Und ein Schreckensschrei. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Okay, töte 15 Feinde. Ja, können wir hier noch einen guten übernehmen? Ich denke mal, 15 Feinde sollten wir hier locker wegbekommen, oder? Noch ein paar Hinrichtungen dazu. Ja, reiche eine Trefferserie von 25. Ja, locker. Alter, kommen hier viele Feinde. Guckt euch mal die Minimap an, ja? Da ist alles voll mit roten Strichen. Mal sehen, ob wir gleich die Elbenwut entfachen können.